Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia zurück. Heute sind unsere Ziele, ja, wir können das erste auf jeden Fall machen, also das beziehungsweise das zweite halt, mehr nicht. Ja Leute, auf jeden Fall ist es heute jetzt schon das zweite Mal, wo ich aufnehme, weil vorhin halt, ich hatte halt noch einen Google Tab offen, um die Hello Neighbor Beta Version 2 herunterzuladen. Und das OBS hatte plötzlich das Gefühl, ach so, auch wenn er das Spiel hier spielt, wir müssen jetzt den anderen passiven Tab unbedingt aufnehmen. Und ja. Deswegen war es verkackt. Aber auf jeden Fall nehme ich jetzt hier einfach nochmal auf in diesem Haus. Und dazu kommen wir auch schon zur Info, was ich ja jetzt auch schon so ein bisschen gesagt habe. Alter, das war gerade mit dem Buch los, keine Ahnung. Also auf jeden Fall züglich Hello Neighbor. Wahrscheinlich werde ich die ganzen Versionen nochmal durchspielen, damit wir alles wieder so ein bisschen aufgefrischt haben, weil die alten Videos waren echt schlecht und schlechte Qualität und sowieso nicht ganz vollständig. Ich hatte sehr viel vergessen, was man eigentlich so Cooles machen könnte in diesen Versionen. Und deswegen habe ich gedacht, ja komm, wenn ich die Beta-Version schon finde, dann werden wir das Ganze von vorne bis hinten nochmal durchspielen. In einer Staffel 2. Und ja genau, das wird wahrscheinlich dann in nächster Zeit mal wieder kommen. Weil Hello Neighbor ist halt schon ein echt geiles Spiel, muss man sagen. Es gibt ja auch schon Hello Neighbor 2 und Sieg, ja halt ein Sieg, ja. Genau, also ja, könnt ihr euch eigentlich freuen, ja. So Leute, achten natürlich, Licht geht nicht. Ich habe jetzt wieder hier alles dabei. Also nicht mein Standard-Equipment-Zeugs. Deswegen nehmen wir das kurz mit. Hier den EMF-Reader und die Fotodings. Das gehört jetzt einfach so dazu. Das ist einfach der Fotodings. Okay, hier ist auch der Stromgenerator. Hatten wir Glück, dass der hier direkt hier ist. Auf jeden Fall haben wir hier wieder einen Ouija Board. Oh ne, schade. Okay, aber auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Wegen Dings da. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, ich bin so vergesslich. Ach ja, genau, wegen Dienstag war es ja, glaube ich. Ich weiß es nicht. Da war ja kein Video gekommen. Das tut mir sehr leid, weil die Festplatte, ich habe ja alles auf einer externen Festplatte, damit ich auch mal auf einem PC schneiden kann. Auf einem Laptop. Ey, was ist los? Und ja, die hatte halt so ein Problemchen, was leider so viele Festplatten immer haben. Ich konnte es allerdings dann erst am nächsten Tag nach der Arbeit lösen und das war halt nach 6 Uhr und deswegen kam halt dann einfach gar kein Video und dachte ich, ach komm, ich lasse es einfach für den Tag mal sein und dann habe ich es auch so gemacht, ja, perfekt und jetzt kommen wieder Videos. Ne, auf jeden Fall habe ich auch gestern mit den anderen Jungs noch so ein bisschen aufgenommen. Ja, es werden auf jeden Fall coole Folgen von GTA und Granny natürlich wieder folgen, deswegen schaut unbedingt schon jetzt mal bei Daydreamer vorbei. Und also es lohnt sich auf jeden Fall. Und genau, dann könnt ihr euch freuen auf die Zukunft. Es wird nämlich ein paar coolere Projekte geben. Aber jetzt spielen wir erstmal Phasmophobia. Okay Leute, und ich habe keinen Knochen gefunden, keinen EMF-Ausschlag, kein Ouija-Board, kein gar nichts. Also ich würde sagen, wir machen es diesmal ziemlich am Anfang der Folge und versuchen mal mit dem Geist zu sprechen. Hallo? Wo bist du? Toll, er antwortet schon mal nicht. Ja, was machen wir jetzt? Können wir noch mit dem UV-Licht hier mal noch so ein bisschen durchgehen und gucken, ob wir irgendwas erkennen. Oh, warte mal. Ja, hier ist kalt. Gerade einen Schritt gehört. Eigentlich ist es aber voll gut, wenn es gerade hier dieser Raum ist, weil dann sind wir nah bei der Tür, wenn wir flüchten müssen. Okay, dann ja, nehme ich mal das Buch hier noch mit, schmeiß mal alles dann hier hin und ja, dann gucken wir mal. Kann man eigentlich über den Fernseher auch irgendwie mit den Geistern kommunizieren? Ist ja übel cool. Okay, und wisst ihr was? Ich versuche jetzt mal noch hier in diesem Raum mit dem Geist zu sprechen. Vielleicht funktioniert es ja dann. Wenn er nicht antwortet, schneide ich euch das einfach raus, weil es wird langweilig. Ja, okay, Leute, hat natürlich nicht geantwortet. Okay, warte, wir nehmen die Taschenlampe mal einfach mal so ins Inventar. Dann mache ich jetzt hier nochmal kurz einen Check, ob ich Fingerabdrücke finde. Stell dir vor, er könnte jetzt hier aus dem Haus einfach gehen, der Geist. Stimmt, wir könnten sowieso mal noch Gefriertemperaturen eintragen. Dann stelle ich hier mal auch noch kurz die Kamera auf, hier hinten. Und dann könnten wir mal kurz in den Van. Ja, war ich gerade dumm oder habt ihr das auch gehört? Vorhin, als ich die Kamera aufgestellt habe. Vielleicht habe ich es sogar reingeschnitten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich das angehört wie so ein Klopfen. Och Mann, Junge. Ehrenlos, wer das Licht ausmacht. Wobei, so ehrenlos ist es gar nicht. Ich muss ja hier auch noch das Licht ausmachen, wenn wir jetzt dann auf die Kamera gucken. Okay, ja, dann mache ich hier mal auch noch Licht aus. Tür zu, damit wir ein bisschen mehr sehen. Und dann gehe ich jetzt mal gucken, ob ich einen Geist überhaupt sehe. Unsere Sanity ist auch noch ziemlich hoch. Dann können wir jetzt mal kurz gucken, ob ich irgendwas erkennen kann. Hier haben wir auch das Buch im Überblick, das ist sehr gut. Dann können wir gerade gucken, ob er reinschreibt oder nicht. Ja, okay, Leute, ich stehe jetzt schon ein Weilchen hier und ich, ja, erkenne nichts. Also das heißt, wir gehen wieder rein. Die Gesamtaktivität ist auch sehr klein noch. Also hat er noch nicht ausgeschlagen. Deswegen, ja,
Gehen wir wieder rein. Wer hat das Licht wieder ausgemacht? Ah ne, das waren ja wir. Ja, das einzige Anzeichen, das wir halt haben, ist, dass es kalt ist. Aber mehr will uns der Geist irgendwie auch nicht verraten. Ich versuche nochmal mit ihm zu sprechen. Vielleicht spricht er ja jetzt. Also ich laufe das, lass das Ding jetzt mal so ein bisschen laufen. Ich hoffe, das stört euch nicht so krass, aber hat halt wieder null geantwortet. Kann ich das Buch hier noch so ein bisschen umplatzieren vielleicht? Ja, ich weiß halt auch nicht, sonst können wir hier nur warten. Ich meine, was sollen wir denn machen? Wir können ein bisschen Fernsehdingseln gucken. Oh Gott. Party, way. Passiert da was, wenn wir vielleicht jetzt mit dem reden? Alter, jetzt kommt so das Tape von The Ring. Stellt euch vor. Ist auch sehr laut. Oh, der Emir Frieda geht ein bisschen. Hä? Hat aufgehört. Ne, hier 4. Beim Buch ist irgendwie irgendwas. Jetzt ist es weg. Ne, hier hinten? Ne? Ich verstehe es nicht. Ja, ne, also über dieses Sprechdings antwortet er nicht. Vielleicht hat er jetzt Fingerbrücke hinterlassen. Alter, ich will eigentlich nicht hier drüben in den Raum. Aber ich muss halt immer kurz gucken. Aber ich meine, das hier ist ja obviously der Geisterraum. Ich meine, welcher Raum sollte es denn sonst sein? Oh mein Gott. Oh yeah, jetzt ist er drin. Also, so yeah ist das wahrscheinlich nicht. Okay, ich gucke jetzt kurz. Eigentlich müsste es doch jetzt Fingerabdrücke. Ja. Oh ne. Aber ja, es hat Fingerabdrücke, okay. Das heißt, das Monster ist jetzt hier in dem Raum. Könnte noch ein Gespenst, ein Banshee. Ja, eigentlich nur noch die zwei sind drin. Ja, warte mal, dann gehen wir kurz raus. Dann gucke ich mal kurz ein Licht aus. So. Dann gehe ich jetzt mal kurz gucken, was die, ja, was für mich, oh, Junge, auf was, dass wir noch achten müssen. Und genau, dann werden wir sehen, ob wir überhaupt noch rein müssen. Ich meine, das Buch hätten wir einen Überblick und die Geisterorbs theoretisch auch. Ich gucke kurz nach. Okay, für ein Banshee bräuchten wir noch EMF Level 5. Das könnte sogar noch hinkommen, weil es hatte ja EMF 4 und es ist ja ziemlich ausgerastet. Bei einem Gespenst bräuchte es noch die Geisterbox. Also ich würde schon jetzt fast sagen, es ist ein Banshee, weil, also, er hat ja nie mit uns geredet. Das heißt aber, wir müssten gar nicht auf Geisterorbs achten. Das heißt, wir können jetzt nur noch versuchen, mit ihm zu reden oder mit dem EMF-Reader irgendwie irgendwas machen. Ich habe gerade so eine Idee. Ist es denn möglich, den EMF-Reader so vor die Kamera zu platzieren, dass wir den sehen können? Oh, wenn wir jetzt hier die Kamera so platzieren, jetzt den EMF-Reader, ach Gott. Das will, oh ne, ich will nicht die Tasse. Und den EMF wieder so platzieren. Alter, so schön platzieren, damit wir, oh ja, das könnte vielleicht funktionieren, weil dann würden wir die verschiedenen Stufen vielleicht sehen. Kann ich jetzt mal noch versuchen, mit ihm zu reden? Ja, ne, also er antwortet mir halt wirklich nicht. Also ich bin mir fast sicher, dass ein EMF ist, also ein Banshee. Weil, also jetzt mal honest, ich wüsste nicht, wann das denn mit uns geredet haben sollte. Oder ich habe es auf jeden Fall nie gehört. Deswegen gucke ich jetzt noch kurz, ob ich das vielleicht auf der Kamera ein bisschen EMF-Ausschlag sehe oder sonst werden wir dann einfach fahren. Ich meine, wir müssen ja nichts unnötig riskieren. Okay, ja, wir sehen es halt so semi-gut. Aber egal. Ich gucke mal noch ein bisschen, sonst fahren wir einfach. Eine Ewigkeit später. Ja, okay, Leute, ich warte jetzt hier eigentlich schon 2 Minuten. Also, es passiert halt nichts. Ich schätze jetzt einfach mal, dass es ein Banshee ist. Ich hoffe es einfach mal. Habe ich es eingetragen? Ja. Ich habe halt, ich wüsste halt nicht, was sonst. Es muss fast ein Banshee sein. Hoffen wir einfach. Es war ein Gespenst. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Also, ihr habt ja das gerade miterlebt. Ich habe so manchmal den Geist was gefragt. So, hallo, wie heißt du? Wo bist du? Und so weiter. Gib ein Zeichen, zeig dich mir und so weiter und so fort. Nix. Immer ist gestanden. Nichts erkannt. Wieso ist denn jetzt ein Gespenst? Das macht ja gar keinen Sinn. Och Mann, Leute, was soll das eigentlich? Naja, auf jeden Fall war es mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.